Wir sehen Elisabeth Minetti, die Witwe. Wenn nun die Angehörigen und mit ihnen die Trauergemeinde Platz genommen hat, werden Szenen aus Aufführungen mit Bernhard Minetti zu sehen sein. Hier ist des Volkes wahrer Himmel. Zufrieden jauchzet groß und klein. Hier bin ich Mensch. Hier darf ich sein. Spuckeregen, nicht Regen, Wind, Blitz, Donner sind meine Töchter. Euch schelte ich grausam nicht, ihr Elemente. Euch gab ich Kron nicht, nennt euch nicht Kinder. Euch bindet kein Gehorsam. Also, tobt euch aus in grauser Lust. Hier stehe ich, euer Sklave, ein alter Mann, arm, elend, siech, verachtet. Und dennoch nenne ich euch Servilehelfer, die ihr im Bund mit zwei verruchten Töchtern des Himmels Kriege führt, gegen ein Haupt so alt und weiß wie dies. Theaterkunst, Terrorismus. Wir haben nichts geglaubt, aber alles für wahrgenommen. Wir haben uns alles einreden lassen und haben es ausgespuckt. Ausgespuckt, ausgespuckt, ausgespuckt. Husten gelernt. Wochenlang wie ein König hustet. 8 Wochen lang husten gelernt. 8 Wochen lang gelernt, wie ein König hustet. Ich verstehe Sie. Sie meinen den klassischen Stil. Julius Caesar. Hamlet. Romeo. Oui, Sie sind an den rechten Mann gekommen. Wie man klassisch auftritt, kann der alte Meoni Ihnen in 10 Minuten beibringen. Sie sehen einen tragischen Fall vor sich. Ich habe mich ruiniert mit Shakespeare.
Schnell weg! Schauspieler. So wie wir ihn kennen, so wie wir ihn in Erinnerung behalten. Es wird nun sprechen der letzte Intendant Minettis, Stefan Suschke, der derzeitige, man muss sagen, noch Chef am Berliner Ensemble. Liebe Elisabeth Minetti, werte Trauergäste. Am 11. September stand Bernhard Minetti zum letzten Mal als der Schauspieler in der aufhaltsamen Aufstieg des Arturo Uhi auf dieser Bühne. Das Berliner Ensemble war zu seiner letzten Theaterheimat geworden, nachdem er von den politisch Verantwortlichen aus dem Schiller-Theater vertrieben worden war. Es ermöglichte die Zusammenarbeit zweier Ausnahmeerscheinungen der deutschen Theatergeschichte des 20. Jahrhunderts, Bernhard Minetti und Heiner Müller. Die Differenz der unterschiedlichen politischen und ästhetischen Erfahrungen machte die Arbeit für beide zu einer Herausforderung. Minetti war ein unbequemer Schauspieler. Das hing mit seinen Anforderungen an sich und an andere zusammen. Wenn man nach der Vorstellung zu ihm in die Garderobe kam, um über die Schauspielerszene zu sprechen, verbarg seine Frage: Wie war es? Niemals Schauspielereitelkeit, sondern meinte das quälende, bohrende: Wie kann ich es noch besser machen? Der Anspruch, den er an sich und an andere stellte, war die Auflehnung gegen das Mittelmaß, in das der Theaterbetrieb immer wieder versinkt. Sie schützte ihn. Wir wissen nicht erst seit heute, dass diese Unbequemlichkeit seine Qualität als Schauspieler war. Bei meinem letzten Besuch am 18. September klagte er darüber, dass er seinen Fuß nicht vom Boden bekäme. Ich dachte an Philoktet und an das Grab, in dem er mit diesem Fuß stand. Er sprach darüber, wie er in schlaflosen Nächten die Texte seiner großen Rollen Hamlet und Lear memorierte. Wir redeten über zukünftige Arbeit. Ich wusste, solange er arbeitet, wird er nicht sterben. Wenn er davon sprach, dass er seinen Vertrag mit dem Berliner Ensemble erfüllen möchte, auch mit kleinen Aufgaben, war das die Haltung eines Schauspielers, der aus einer anderen Zeit kommt, in der es noch solche konservativen Begriffe wie Disziplin, Berufsethos und Fleiß gab. Diese Haltung stirbt aus mit der Möglichkeit, schon mit Mittelmäßigen das schnelle Geld zu machen, bleibt aber, wieder ein altmodischer Begriff, vorbildhaft für die Arbeit von Schauspielern, nicht nur an diesem Theater. Im Flur von Minettis Wohnung hängt eine der Übermalungen Arnulf Reiners. Der markante Kopf des Schauspielers Minetti drückt sich durch die Farbschicht. Vom Menschen Minetti habe ich eine Ahnung bekommen, als er vom Tode Thomas Bernhards sprach und sie seine Augen mit Tränen füllten. Ich danke Bernhard Minetti für die kurze, aber wichtige Zeit, die ich mit ihm in diesem Theater verbringen konnte, dem Berliner Ensemble. Er hat bis zu seiner letzten Vorstellung jenen Anspruch erfüllt, für den dieses Theater einmal stand. Soweit Stefan Suschke, der Leiter des Berliner Ensembles. Und nach ihm wird Marianne Hoppe sprechen. Sie wird ein Goethe-Gedicht vortragen, Selige Sehnsucht. Sag es niemand, nur den Weisen, weil die Menge gleich verhöhnet. Das Lebendige will ich preisen, das nach Flammentod sich sehnet. In der Liebesnächte Kühlung, die dich zeugte, wo du zeugtest,
überfällt dich fremde Fühlung, wenn die stille Kerze leuchtet. Nicht mehr bleibest du umfangen in der Finsternis Beschattung, und dich reißet Neuverlangen auf zu höherer Begattung. Keine Ferne macht dich schwierig, kommst geflogen und gebannt, und zuletzt des Lichts begierig bist du, Schmetterling, verbrannt. Und solang du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde. Marianne Hoppe mit einem Text aus dem westöstlichen Divan. Sie, eine Zeitgenossin, eine Altersgenossin, Minetti, ist aus der gleichen großen Schauspielergeneration. Nach ihr wird nun Richard von Weizsäcker sprechen. Er war ja auch regierender Bürgermeister in Berlin. Und wir sind hier, um Sie, verehrte Frau Minetti, und liebe Familie Minetti versammelt, weil wir alle Bernhard Minetti danken und preisen wollen. Die meisten hier unter uns sind dazu berufener und kundiger als ich. Sie sind vom Fach, aus der Zusammenarbeit und aktiven Hingabe an die Bühne mit ihm verbunden. Meine Stimme ist nur eine aus dem Publikum. Aber gibt es Theater? Gibt es Bernhard Minetti ohne Publikum? Er war ein Künstler, der wusste, dass alle Kunst im strengen Sinn zunächst um ihrer selbst willen da ist. Es ist die Kunst, sich zu erkennen, sich zu verwandeln, sich zu erproben und preiszugeben. Etwas höchst Persönliches. So ist Spielen nichts anderes, als in einem besonders ernsten, konzentrierten und verantwortlichen Sinne zu leben. Für Bernhard Minetti war das Theater nicht nur, wie er einmal sagte, Rettung vor der Welt, vor der Verzweiflung. Er fügte hinzu: Ich muss schauspielen, um mich lebendig zu fühlen. Wir kennen das doch aus der Kindheit, in der wir mit naivem Ernst und mit heißem Wunsch spielen, es immer weiter zu tun und zu steigern, bis in das erwachsene Leben hinein. Das bringen nur die wenigsten fertig. Und kaum einer wie Bernhard Minetti. Meinerseits habe ich es gar nicht geschafft. Aber als Ersatz bin ich eines mit nimmer müder Leidenschaft geworden und geblieben, eben Publikum im Theater. Und je mehr meine Erfahrungen von der Politik beeinflusst waren, mit oder ohne Amt, desto mehr hat mich das Theater mit seinen Dichtern, seinen Spielleitern und seinen Schauspielern gelehrt zu verstehen, dass das Leben immer wieder zu schwer ist, als dass wir es führen könnten und dass wir es doch führen müssen und auch wollen, eben so wie es ist. Dafür gilt Bernhard Minetti mein Dank. Begonnen hat sein Einfluss auf mein Leben freilich schon vor 66 Jahren, als ich im Alter von 12 Jahren seinen Franz Mohr zwar gewiss nicht verstand, aber diesen großen Spieler zu bewundern gelernt und niemals vergessen habe. Und dann folgten über die Jahrzehnte die vielen tiefen Eindrücke von seinem Lear, seinen Thomas Bernhard-Rollen, seinem ersten Schauspieler im Hamlet, seinem Faust, seinem Mörder Bernardino, seinen Märchen
bis hin zum unterrichtenden Schauspieler im Arturo Uy. In einem für Bernhard Minetti geschriebenen Stück fragt Thomas Bernhard: Was ist die Schauspielkunst? Die Leute fragen, wir antworten, aber wir wissen nichts. Doch auch wenn wir alle miteinander das meiste nicht wissen, so haben wir doch ein klares Gefühl dafür, was groß ist. Wer hat es denn besser gewusst als Thomas Bernhard selbst in seinen für Minetti geschriebenen Stücken? Was mich vielleicht am meisten bei Bernhard Minetti beeindruckt hat, ist die Wahrhaftigkeit seiner Schauspielkunst. Es kam nicht vor, dass er irgendeine menschliche Existenz verachtete, die er darstellte. Vom einsamen Alten bis zum Schurken in seinem Suff. Jeder Mensch hat Anspruch auf seine Würde, unabhängig von seinen Fehlern und Leistungen. Abstrakt wissen wir das schon. Aber dass es mit seiner Würde auch konkret und wahr ist, das habe ich bei Minetti dank seiner Behandlung der Rollen wahrgenommen. Beim höchsten und menschlich schwersten, beim König Lear, ist man buchstäblich außer sich, wenn man ihn erlebt. Kaum weniger unvergesslich bleibt mir eine ganz andere, weniger bekannte Rolle von ihm, der Arbeiter Quangel aus dem Berliner Wedding in Falladas dramatisiertem Roman Jeder stirbt für sich allein. Keine eigenen Erfahrungen, kein Zeuge, kein Buch der Zeitgeschichte ließen uns so unmittelbar verstehen, worum es im Herzen wirklich wacher Menschen in der Zeit des Krieges und des schweren Unrechts gegangen war, wie diese gewissenhafte, fast wortlose Gestalt, in die sich der große Schauspieler verwandelt hatte. Das ist es, was uns widerfährt, wenn Kunst sich unseres Lebens annimmt. So schonungslos, so lebensvoll, so offen, wie Minetti seine Kunst beherrschte. Dabei war er ja wahrlich alles andere als wortlos. Keiner von uns wird je seine Stimme vergessen, seine Sprache, die aus unergründlichen Tiefen auf unerfindlichen Wegen hervorquoll, ihren Erschaffungsklang, wie Peter Wapnewski das nennt. Empfinden, Denken und Sprechen gehörten bei ihm zusammen. Ein Sprachdenker wurde er genannt. Mit Minetti im Sinne muss ich an den Vers von Karl Kraus über die Sprache denken. Mit heißem Herzen und Hirne naht ich ihr Tag für Nacht für Nacht. Sie war eine dreiste Dirne, die ich zur Jungfrau gemacht. Wahrhaftig, so sagte Minetti einmal, Wahrhaftigkeit ist gar nicht denkbar ohne Liebe, sonst wird sie bösartig. Damit war es ihm ernst, mit seinen zerklüfteten Zügen und seinen sprühenden, blitzenden Augen. Die Sprache tastet, wie die Liebe, im Dunkel der Welt einem verlorenen Urbild nach. So war Minetti ein Liebender. Und so denke ich immer an ihn, verehrte Frau Minetti und liebe Familie. In unserem Leben ist Bernhard Minetti unsterblich. Richard von Weizsäcker, hier in der Rolle des Theaterzuschauers, ein, wie Minetti selbst sagte, nicht so häufige Rolle bei Politikern. Nach dem regierenden Bürgermeister wird Thomas Schendel sprechen. Er ist praktisch eine Verkörperung der Erinnerung an die Zeit im Schillertheater. Thomas Schendel war ein Kollege
Minettis am Schillertheater. Bernhard Minetti war der unerbittlichste und in der Sache streitbarste Kollege, den man haben konnte. Ich kann ein Lied davon singen, ich habe 7 Jahre lang mit ihm die Garderobe geteilt. 2 Begebenheiten, die ihn zu dem machten, der er mir war und wohl bleiben wird, will ich aus dieser Zeit erzählen. Wir probierten ein Stück von Rolf Hochhuth. In einer darin vorkommenden Gerichtsszene war es von Bedeutung, dass der Staatsanwalt von einer Zeugin eine Ohrfeige bekam. Der Kollege fürchtete jedoch dermaßen um seine Zähne, dass die Ohrfeige stets schwach und die theatralische Situation dadurch dilettantisch ausfiel. Minetti und ich saßen als Angeklagte dabei und einmal raunte ich ihm genervt zu, dass ein Schauspieler doch wohl mal auf der Bühne eine Ohrfeige müsse aushalten können. Minetti sagte nichts. Später in der Garderobe allerdings kam er auf mich zu und sagte, ich solle ihm eine reinhauen. Ich verstand nicht. Ich soll ihm so richtig eine reinhauen, dass es knalle. Nach mehrmals wiederholten Aufforderungen überwand ich mich und tat's. Und es knallte. Im sofortigen Reflex aber auf meine Ohrfeige gab er mir eine zurück und die knallte auch. Dann brachte er sich ins Gleichgewicht, reckte mir sein Gesicht entgegen und sagte mit triumphierendem Siegerlächeln, als hätte er eben wieder einen Theaterpreis gewonnen, siehst du, es geht doch. Die andere Begebenheit ist eine traurige und die trage ich in meinem Herzen. Im obersten Stockwerk des Schillertheaters auf einem abgelegenen Gang sah ich ihn auf einem Stuhl sitzen. Die Hände hatte er auf den Kopf gelegt und der nach vorn geneigte Körper wiegte langsam hin und her. Ich ging zu ihm. Als er mich bemerkte, legte er schnell die Hände auf seine Knie und richtete sich auf. Auf meine Frage, ob es ihm nicht gut gehe, antwortete er, er habe erfahren, dass er in einer Talkshow im Fernsehen falsch wiedergegeben worden sei, in einer Sache, die etwa 50 Jahre zurückliege. Und die immer wieder zu dementieren, er so müde geworden sei. Ich fragte nicht, um was es sich handelte, ich fragte nur, ob ich ihm helfen könne. Er sah mich fast abwesend an und in seinen Augen waren Schmerz, Leid, Angst und Müdigkeit. Ich hatte Bernhard Minetti gern und bedauere, dass ich es ihm nie gesagt habe. Nach dem Kollegen, dem Schauspielerkollegen Thomas Schendl, kommt Günther Rühle. Er ist Journalist, Kritiker, er war auch Theaterchef in Frankfurt, aber auch biografischer Begleiter Minettis. Denn plötzlich steht er da und spricht, der grimme Tod, von dannen, du trinkst, du küssest länger nicht, trink aus, küss aus, von dannen. So steht es in den Liedern des jungen Lessing. Es ist vorbei, von dannen. Das Leben des Schauspielers Bernhard Minetti ging unter Schmerzen zu Ende. Und sein Wunsch, den letzten Atemzug auf dem Theater zu tun, das ihm doch sein höheres Leben gab, hat sich nicht erfüllt. Denn er, der so viele Grenzen des Darstellbaren überschritten hat, hätte wohl auch noch gern den wahren Tod auf das Theater gebracht, um so endlich das erstrebte Absolute in der Welt des schönen Scheins zu erreichen. Die Gebrechen des Alters haben sich mehren seine letzten Jahre bestimmt. Vereinsamend, wenn auch wohl umsorgt, saß er den langen Tag in seinem Zimmer, ganz wachen Geistes, sich schnell belebend für ein Gespräch, umgeben von Büchern, Erinnerungen nachhängend, auf künftige Rollen hoffend und auch bei schwindenden Kräften sehnte er den Tag herbei, an dem man ihn ins Theater entführte, um in einer späten Berührung mit Brecht ihr Auftritt, Herr Minetti, aus dem Sessel noch einen lebenden Schauspieler zu spielen oder gar, als wäre er schon entrückt,
noch dem Nebel Stimme und Leib zu geben, der dem kühnen Lindberg einst zusetzte bei seinem Versuch, den Ozean fliegend zu überqueren. Es gab Stunden, da sah man, wie er so dasaß, oft noch im Morgenrock auf einen Stock gestützt, resonierend, durch ihn hindurch, leibhaftig auf den verehrten Molière, den Harpagon darstellend. Denn auch Minetti war geizig, was das Leben betraf, das er liebte, und dessen nun eingeengte Macht ihn grausend umgab. 90 Jahre lang hat ihn ein unbändiger Lebenswille beherrscht. Durch ihn hat er alle Widrigkeiten, alle Irrtümer und alle Verletzungen überwunden. Immer war seine Maxime gewesen: Genug ist nicht genug. Er reizte damit den Himmel, dessen trostlose Ferne so manche seiner Figuren spüren ließ. Und sein letzter Satz wurde nun unter der Besänftigung der Schmerzen zum endgültigen Zeichen des Abschieds: Jetzt will ich nicht mehr. Als Sänger der Narr aus Shakespeares, was ihr wollt, noch einmal sein: komm herbei, Tod, und versenk in Zypressen den Leib. Der Strom von Erinnerung und Verehrung, der am Tag nach seinem Tod die Blätter füllte, der Wörter wie Jahrhundertschauspieler und immer wieder König mit sich führte, war eine gewaltige Antwort auf dieses Leben. Als spüre man ihn erst im Verlust ganz, wer und was mit ihm aus der Welt gegangen ist. Denn das Glück des Schauspielers wird ja nicht gemacht von einzelnen großen Erfolgen, sondern von der Spur, die er im Theater ziehen kann und hinterlässt. Denn erst die Spur sagt, was einer gewesen ist. Und Bernard Minetti beschließt wohl den Zug dieser Mächtigen, die mit Körper und Stimme Leben erschütternd und erschreckend vor uns hinstellen konnten und in ihrem heutigen Spiel noch an den Mythos erinnerten, aus dem die alten Histrionen einst das Theater bildeten. In Bernard Minetti war Kraft, Männlichkeit, Schicksalsergriffenheit und Heimsuchung, aber auch Humor und über diesem allem das irre Lachen des Lebenswahnsinns. Sein Auftritt war höchste Gegenwärtigkeit, sein Spiel rührte an die abgelebten Generationen. Noch schien das alte italienische Familienblut seine Spiellust zu erzünden, aber das italienische Temperament war inzwischen gehärtet durch nördliche Kälte und Strenge. Von Kiel her steckte etwas vom Seefahrer noch in ihm. Er war also ein starker Kerl. Daseins- und Spiellust hielten ihm am Leben. Im Streiten brachen Heftigkeiten aus ihm heraus wie Hunde aus dem Zwinger. Und seine kräftige, durchdringende Stimme jagte die Wörter und die Aufmerksamkeiten in die herrlichsten Landschaften. Er liebte das Wetterleuchten. Es blitzte in seinem Gesicht. Dann hatte er den wilden Blick, denn er war ein gebirgiger Mensch. Wenn das Gespräch gut wurde, war er gesellig. In ihm war aber auch eine unendliche Zartheit. Die Lebensdankbarkeit im Schmelz seiner Augen bekamen nur wenige zu Gesicht. Raue Beseeltheit erschien dann als der Grund seines Schaffens. Doch er war zu Hause in den Leidenschaften und den Schmerzen, in den Entzückungen und Hoffnungen und Zusammenbrüchen. Sein Gesicht war oft der Spiegel seines Innern und die Furchen in diesem Gesicht waren wie Abgründe, in denen der Mimus hockte. Minettis Gesicht konnte sich in jenem Muster zerlegen, die frühe Lehrbücher der Schauspielkunst für den Ausdruck der Leidenschaften empfahlen. Seine Züge konnten sich schnell verschatten, sie konnten sich aber auch ebenso schnell erleuchten und mit der Beseelung des Gesichts dann den Menschen, den er spielte, vollenden. Vom Zynismus, der auf dem Theater umgeht, war er verschont. Unerschöpfbar blieb sein Verlangen zu sehen, was andere konnten. Wie ein lebenshungriger Kontrolleur saß er in den Premieren. Und auch in den hohen Jahrzehnten war er jung in Geist und Leidenschaft.
Und er spielte ja nicht nur in Berlin, man kannte ihn in Deutschland und jenseits der Grenzen. Überall Ovationen und persönlicher Dank. Aber gegen alles Starrtum stand seine sperrige Natur, seine Forderung an sich selbst, die Unerbittlichkeit, seine Selbstbefragung. Spielen war ihm Sammeln der Kräfte, Selbstentäußerung, um sich selbst neu zu begreifen. Die gelungene Rolle, Genugtuung und Frieden mit sich selbst. Der junge Mann, der einst in Berlin, wie Don Carlos sich zurief, 23 und noch nichts für die Unsterblichkeit getan, hat nach allen Verwandlungen am Ende seines Lebens an Unsterblichkeit erreicht, was ein Schauspieler nur erreichen kann. Er lernte aus den Schicksalsrollen, die er spielte, und die Rollen belebten sich durch seine drängende Kraft. Ein Wechselspiel, das nur der spielen kann, der Dichtung als verdichtetes Leben an sich reißt. Bis in seinen letzten Wochen suchte der Alte aus der Hüninger Straße 20, zeitungssüchtig wie immer, die täglichen Dramen, als müsse er sich und das Theater wieder zu sich selber bringen, zu dem, was es sein sollte, nämlich Lebensdurchleuchtung, Menschenerfahrung und Schicksalsergriffenheit. Und solches Vorhaben setzt voraus, dass man sich in die Rolle versenkt, als in eigene, andere Lebens- und Schicksalsmöglichkeiten. Die Kunst des Schauspielers lebt von solchem Abstieg ins ganz andere und vom Wiederaufstieg aus diesen Versunkenheiten. In den tiefen Leben, das war im rasenden Tandaradei unserer Tage fast schon eine altertümliche und überholte Lebenstopologie. Aber wer Bernard Menetti kannte, wusste, dass diese Altertümlichkeit ihn nicht schreckte. Er liebte diese Wege nach unten und oben. Die Fürstenrolle war ihm so gemäß wie die des Landstreichers. Nur den gemütlichen Bürger wollte er nicht geben, denn er ging gern an den Rändern des Menschengeschlechts. Das Aufreißen des bürgerlichen Horizonts war ihm immer eine Lust. Das Theater, das seine Lebensintensität ausmachte, war ihm mehr als nur die Arbeitsstätte eines einmal gelernten Berufs. Die Bühne war ihm die Manege seines Ichs, in der er sich umtrieb, in der er sich peitschte und aus sich jenen Zirkus von Figuren hervorbrachte, die so oft die Züge von Mächtigen und Herrischen, aber auch die von Beschädigten, Verbildeten, in Bosheit Verhärteten, in den Wahnsinn treibenden oder von kauzig Verformten und Einsamen trugen. Von Gestalten, an denen die Grenze sichtbar wurde, wo ein Mensch zum fröhlich Bizarren oder zum tragischen Clown wird. Ein großer strahlender Held war Bernard Menetti nie. Aber er war immer groß im Verborgenen, in Bedrängtheit, in Deformation, auch im Strolchhaften und im Lausbübischen. Die Intensität seiner Verkörperungen war manches Mal so stark, dass ein ganzer Abend in ein paar Minuten von Menetti bestand. Er zeigte sich da die tiefere Dimension, in der sich Bemühungen, Erkenntnis, Ahnung, Gestaltungswille und Handwerk vermischen mit Magie. Minetti brannte drinnen und er brannte draußen. Er konnte schwer sein und federleicht, bedrängend und heiter, entfernt oder übernah, böse und überschwänglich. Und war in allem doch ein sorgsamer Buchführer dessen, was er Auftritt um Auftritt seit 70 Jahren getan hatte. Eine Lebensspur zu ziehen, die eine Spur des Theaters geworden ist. Und wenn eines Tages das Schillertheater der großen Aufgabe und der Kunst wieder geöffnet wird, wird man sein Bild heraufrufen ins zukünftige Gedächtnis. Der junge Menetti ist noch entzündet worden von den Ausläufern des Expressionismus. Er liebte deswegen das radikale Spiel und radikales Spielen war seine Form von Kritik. Denunziation einer Figur war ihm fremd.
Es blieb ihm die Lehre Leopold Jessners, die immer die Essenz einer Gestalt. So gehörte Minetti neben Kraus und Gründgens und George und Walter Frank zu den Schauspielern, die das in den 20er Jahren Errungene durch das Hitlerische Reich hindurch bis in unsere Tage hinübertrugen. Auch das gehört zu seiner Spur. Und was waren die Figuren seines Lebens? Die eine hieß Hamlet und die andere hieß Edgar in Strindbergs Todestanz. Beide Rollen hat er immer gespielt. Aber kein Darsteller hat die Welt Thomas Bernhards besser begriffen und sich in sie eingelebt als Minetti. Und kein Autor hat diesen Schauspieler reicher ausgestattet als Thomas Bernhard Minetti. In seinem Stück Minetti fügte Bernhard diesen Schauspieler, der in sich so dramatisch war, auch noch ein in den Stückvorrat unseres Theaters. Und dieses Denkmal sucht seinesgleichen, ein Denkmal zu beider Gedächtnis und als dauernder Ausdruck jenes Wunders, dass ein Dichter seine eigene Welt, in der er die unsere abbildet, in einem Schauspieler wiederfand. Ein Schauspieler, der so das Theater beherrscht, umgibt gern dieses Theater auch mit der Kraft seiner Liebe. Thomas Bernhards Stücke sind solche Liebeskunststücke. Und Klaus-Michael Grüber, der Geliebte und Verehrte, hat aus dem Schauspieler Minetti, der sich doch sein Leben lang in keiner Rolle vor Hässlichkeit scheute, einmal zur schönsten Figur des Theaters gemacht. Da stand er, ganz in Weiß gehüllt, in ein üppig gefaltetes Kostüm gekleidet, tänzerisch die Füße gestellt. Minetti als der Schauspieler in Hamlet. Minetti, er selbst und, was schon Thomas Bernhard an ihm berühmte, als die Verkörperung der Gattung. Eine lichte Gestalt, die Vision des Schönen, der das Theater doch immer nachjagt. So stand er da, wie eine Figur zwischen Poesie und bildender Kunst. Denn da, sagt Lessing, wohnt die Schauspielkunst, das wunderbare Selbst, das er war. Günter Rühle, Kritiker, Biograf auch Minettis, er hat bereits Thomas Bernhard angesprochen, den Schriftsteller, den jetzt Traugott Bure zu Wort kommen lässt, selbst ein begnadeter Bernhard-Darsteller. Thomas Bernhard, 1975, anlässlich seines Theaterstückes Minetti. Es hat mich als ehemaliger und wahrscheinlich lebenslänglicher sogenannter Schauspielschüler immer nur interessiert, für Schauspieler zu schreiben, gegen das Publikum. Wie ich ja immer alles gegen das Publikum getan habe, alles gegen meine Leser oder meine Zuschauer, um mich retten, mich bis zu dem äußersten, höchsten Grade meiner Fähigkeiten disziplinieren zu können. Diesen großen, wahrscheinlich größten Spielenden und also Lebenden und seinen Beruf und also seinen und also unseren bühnendramatischen Wahnsinn, verhexenden Schauspieler, muss ich noch ausnützen, bevor es er nicht mehr ausgenützt werden kann, diesen durch und durch elementaren Geistestheaterkopf. Wir haben in einem Jahrhundert nicht viele solche uns tatsächlich auf die Nerven gehenden Künstler. Und niemals schreibe ich auch nur ein Wort und also eine Körper- oder Geistesbewegung für ein Publikum, das mich überhaupt nicht interessiert, denn das Publikum hat mich überhaupt nicht zu interessieren, sondern immer nur für die Schauspieler. Ich habe immer nur für Schauspieler, niemals für ein Publikum geschrieben, denn ich habe ja niemals
für den Schwachsinn geschrieben. Immer nur für Schauspieler also und naturgemäß für solche wie Minetti, die Geistesköpfe sind. Und nun kommt Klaus Peymann, der Mann, der nicht zuletzt Thomas Bernhard-Stücke mit Bernhard Minetti so großartig in Szene gesetzt hat. Eine fast 30-jährige künstlerische Zusammenarbeit und Peymann, zukünftiger Chef des Berliner Ensembles. Ich bin nur ein Schauspieler. Minetti sagte diesen Satz in einem nächtlichen Gespräch damals in Bochum, während der Proben zum Weltverbesserer. Er kroch mit diesen suchend, tastend hervorgestoßenen Worten in sich hinein. Das eigene Bekenntnis verschlug ihm fast die Sprache. Er, der einer eigenen Sprache mächtig war wie kein zweiter Schauspieler. Er, der seine Fragen und Antworten oft wie Gesetzestafeln zu errichten wusste. Er, der mit mephistophelischer Lust die ganze Welt zu definieren mochte, dieser Minetti verstummte in dieser Nacht zu langem Schweigen. Ich bin nur ein Schauspieler. Was kann ich sonst? Rührte dieser Satz an das Rätsel Minetti? Gab er sein Geheimnis preis? Das Rätsel Minetti wird bleiben und sein Geheimnis vermag keiner zu enthüllen. Denn wer hätte je das Geheimnis der Liebe enthüllt? Minettis Kraft, Minettis Energie hatte ja einen ganz besonderen Grund. War dieser Minetti schon zu Lebzeiten der meist parodierte Schauspieler in Kantinen und auf der Bühne, so wird er jetzt in die Theatergeschichte geradezu als ein Monument der Anekdote eingehen. Theateranekdoten beschreiben durchaus die Wahrheit und die Besonderheit eines Künstlers. Aber alle Anekdoten der Welt vermögen das Wesentliche, das Besondere dieses Bernhard Minetti eben nicht zu fassen, weil dieses Besondere nur in der Berührung, nur im unmittelbaren Zusammenspiel erlebt werden konnte. Minettis Eros. Wahrlich, gerade weil Minetti sich nur als Schauspieler verstand, konnte er alles sein. Geliebte und Liebhaber, Liebender und Geliebter. Zugleich. Er spielte beides und verlangte beides zu sein und er war tatsächlich beides. Er erwartete und forderte, dass auch der künstlerische Partner beides vollbringt. Und wehe, der Partner sträubte oder verweigerte sich. Für dieses Versagen kannte Minetti keine Gnade. Es waren 4 Inszenierungen, in denen ich als Regisseur und mit Minetti zusammengearbeitet habe. Statistisch betrachtet ist das nicht viel. Als Ereignis aber sind diese 4 Begegnungen für mich Zentralsonnen meines bisherigen Theaterlebens. Sonnen, die nicht untergehen. Sonnen, die noch immer Wärme spenden und nicht erkalten werden. Dieses 4-malige Ereignis Minetti war wie ein Liebesbund auf Zeit und naturgemäß auch immer ein Liebesdrama in mehreren Akten, spirituell und zugleich voll Leidenschaft. Als potenzielle Komödie und potenzielle Tragödie ineinander verschlungen und gelegentlich auf die absurde Farce zutreibend. Also, mit allen Zuneigungsbedürftigkeiten, mit allen Eifersuchtsgefühlen, mit allen Hassausbrüchen, mit allen Empfindsamkeiten und Ungerechtigkeiten, mit allem Vernichtungswahn und immer wieder mit aller zärtlichen Hingabe,
Liebessehnsucht und überschwänglichem Versöhnungsglück. Minetti verlangte absolute Hingabe und wehrte sie zugleich ab. Er konnte ein bedingungslos Liebender sein und scheute vor jedem zu viel an Nähe. Auch er wollte Lob und wies es im gleichen Moment schroff zurück. Klaus, du musst mir sagen, wenn es gut ist. Nein, sag es nicht, sag es nicht. Sag nicht zu viel, ich will es nicht wissen. Seine Zärtlichkeit und sein Bedürfnis nach Zärtlichkeit kam aus der bitteren Erfahrung, dass zu unserem Beruf das Scheitern gehört. Er wollte zum Theaterspiel verführt sein, gerade weil er das Theaterspielen liebte. Und weil er das Theater liebte, konnte er kein Theaterzyniker werden. Zornig ja, zynisch nein. Er war ein Weltverbesserer durch das Spiel. Da er an sein Spiel glaubte, prüfte er es gewissenhaft und streng. Für schlechtes Theater schämte er sich. Wer tut das heute noch? Unter Niederlagen litt er wie ein Hund. Aber schöne Aufführungen, besonders solche, in denen er gar nicht mitspielte, empfand er als seinen persönlichen Triumph, weil es der Sieg des Theaters war. Jedes gute Theater war sofort sein Theater. Minetti konnte Begeisterung und Stolz sein aufs Theater leibhaftig vermitteln. Bei ihm war der Stolz keine Eitelkeit. Es war eine Tugend voll Demut. Eine Tugend freilich, die nicht billig zu haben war, sondern die erkämpft und hart erarbeitet werden musste. Minetti fühlte sich für das Theater prinzipiell verantwortlich. Und er bekundete dies auch in der täglichen Arbeit, vor allem in der Loyalität zu seinem Handwerk. Die Ehre dieses Handwerks lag ihm am Herzen. Keine Verschluderung, keine Schlamperei, keine Macht der Gewohnheit mochte er dulden. Wer je hat seinen Kollegen so detailliert und inspirierend über Theatereindrücke berichtet wie er? Selbst wenn eine Aufführung Jahre zurücklag, seine Bewunderung, seine Kritik mitzuteilen, empfand er geradezu als Pflicht. Er hätte Publizistikstudenten durchaus zu theaterkritischen Universalgenies ausbilden können, nur es gab diesen Lehrstuhl nicht für ihn. Minetti war also ein König des Theaters, weil er dem Theater diente. Nie benutzte er das Theater für unlautere Zwecke. Ihn konnte der Erfolg nicht korrumpieren, denn er misstraute dem wohlfeilen Erfolg. Er hatte die Kraft, ein sogenanntes Erfolgsstück abzulehnen. Er spielte von einer Sekunde auf die andere gegen das Publikum, wenn das schnelle Gelächter zur Anbiederung und zum Verrat an der Rolle hätte führen können. Insofern ist Minetti wirklich eine sagenhafte Figur, und damit ein einziger Anachronismus. Solange es aber solch selten kostbare Anachronismen gibt, solange ist das Theater unsterblich. Ich bin Minetti dankbar. Er hat mir geholfen. Sein Enthusiasmus hat mich über manche Verzagtheiten getragen. Seine hartnäckigen Forderungen haben mich angetrieben. Natürlich auch zum Widerstand gegen ihn, damit er schließlich doch noch mein Verbündeter in der Sache wird. Lieber ein toller Krach statt faulem Kompromiss. Das war seine Methode. Probenpalaver und Probengequatsche, Schaumschlägerei und Scharlatanerie waren ihm verhasst. Seinen Traum von der Figur bildete er aus präzisen Details. Der kleine, genaue Hinweis war ihm wichtig, nicht die große Theorie. Unruhe war sein Motor. Entdeckungsfahrten mit der Fantasie, sein Programm. Diesem nimmermüden, weltstädtischen Schauspieler und tatsächlich einzigartigen Protagonisten, der wie ein Wanderer aus dem Märchen durch die Zeiten
und Geschicke gegangen ist, der im hohen Alter wie ein Flüchtling mit seinem Tespis-Karren eine neue Theaterheimat sich suchen musste, weil die Berliner Kulturbehörde in der Zerstörung seines Theaters, nämlich Minettis Schillertheater, die blamable Ultima Ratio ihrer politischen Verantwortung sah, diesem Bernhard Minetti stand ich vor einigen Monaten hier auf dieser Bühne gegenüber, als ich mich dem Ensemble vorstellte. Minetti saß in der ersten Reihe. Endlich bist du mein Chef! Ich habe es immer gewollt! Rief er mir aufmunternd zu. Ja, es tut mir weh. Ja, es macht mich traurig, dass ich Minettis Direktor nun nicht mehr sein werde. Auf diese Verantwortung und auf diese Ehre hatte ich mich von Herzen gefreut. Als Minetti vor 3 Jahren seinen 90. Geburtstag fröhlich feierte, da rief ich ihm in der Akademie der Künste seinen für ihn so charakteristischen Gruß: Guten Morgen! Zu. Für Bernhard Minetti hat sich frühmorgens am 12. Oktober 1998 die Tür zu einem völlig neuen Morgen endgültig geöffnet. Und gerade deswegen sage ich jetzt nicht: Gute Nacht, Minetti. Bernhard, du verstehst das sicher. Denn der Theaterschlaf war deine Sache nie. Ich wünsche, du wirst auf deinen neuen Wanderungen vielleicht auch uns im Traum, vielleicht uns in unseren Gedanken und Fantasien begegnen. Uns aufweckend, uns antreibend, uns mutmachend. Deine Theaterarbeit wurde zum Prinzip Minetti. Es bleibt gefasst in die klare Formel: Guten Morgen. Und damit immer lebendig. Bernhard, du warst nie ein Star, aber immer ein Stern. Auch der Morgen hat einen Stern, der zu Beginn des Tages funkelnd der Morgenröte Glanz verleiht. Hellwaches Licht, strahlend für den ganzen Tag. Minettis Kunst ist ein solcher Stern. Leb wohl und hab einen immerwährend guten Morgen. In diesem Sinne, liebe Freunde, noch einmal und wieder Applaus für unseren Kollegen Bernhard Minetti. Ein bewegender Moment, stehender Applaus für den verstorbenen großen Bernhard Minetti. Erinnerung an die Zeit vor 3 Jahren zum 90. Geburtstag am gleichen Ort, als damals Bernhard Minetti hier geehrt wurde und alles aufstand und ihm ebenso donnernd applaudierte. Und nach ihm kommt nun Martin Wuttke, der Schauspieler des UI in der legendären Szene mit dem Schauspieler Minetti. 14 Vorhänge. Für Bernhard Minetti von einer Schläf. Schauspieler. 14 Vorhänge. Ich habe sie sofort erkannt. Meine ehemaligen Kollegen.
Ich winkte, aber sie sahen weg. 14 Vorhänge. Man bewilligte mir 10. Früher war man sparsam. Das Publikum klatschte mehr. Es war einfach begeistert von den neuen Stücken. Die Autoren führten ihre Schauspieler an der Hand, links und rechts, und wir verbeugten uns mit ihnen. Wir durften sie nachher umarmen, wie das uns zustand. Bis sie in ihren neuen Mänteln Furore machten, sich überall feiern ließen, ihre Mähnen nach hinten warfen, ganz schüchtern wurden. Ach, ich bitte Sie. Auf den Sockeln stehen Sie heute. Wir konnten mit Kränzen defilieren, die Flaggen auf Halbmast. Jedes Mal wurde ich rausgerufen. Man umringte mich. Ich konnte so viele Hände nicht schütteln. Die missgünstigen Blicke aus den Soffitten. Nur einmal ist Mittag. Wie mich das Publikum jedes Mal herausrief: Kusshände bis in die oberste Galerie. Einige Bewunderer hatten jede meiner Vorstellungen gesehen. Bis zur Kündigung. Bis zum Bruch. Man verstand nicht meine plötzlich auftretenden Erkrankungen. Man hielt mich für verrückt, übergeschnappt, den Erfolg nicht verkraften. Was alles stimmt. Kein Mensch kann in einen Körper hineinkriechen. Hier, Herr Regisseur, liebes Publikum, diese Knoten, meine Hände schmerzen, das Bein tut weh, die Stimme. Sie jubeln noch. Ich schleppe mich zum Inspizienten. Dort steht ein Glas Wasser für mich bereit. Ich schlucke mein Pulver, danach den zweiten Akt. Wenn ich die Bühne betrete, muss ich mich sofort verbeugen. Aus. Eine Unpässlichkeit zum Vorwand wurde mir schriftlich gekündigt. Jedes weitere Gespräch erübrigt sich hochachtungsvoll mit allem Drum und Dran. Auf den Straßen brüllte ich meinen Schmerz aus. Die Leute erkannten mich, hielten mich für besoffen. Manche lachten. Ich wolle für ein neues Stück Reklame machen. Ich war in mein Milieu verliebt, bis mich die Polizei abschleppte. Ich erhielt Hausverbot. Nachts im Park, früh auf der Straße, zum Hafen lief ich, um in der Mittagspause zu erfreuen, ohne Stimme. Nur mit einer Unterhose bekleidet, jagte man mich fort. 14 Vorhänge. Erster. Applaus. Zweiter. Applaus. Dritter. Applaus. Hier hat das kleine Orchester gesessen. Applaus. Rechts. Die Souffleuse. Sie hatte sehr lange blonde Haare und 2 reizende Kinder. Fünfter. Applaus. Den 4. habe ich vergessen. 4. Applaus. 5.
Die Bühne ist wieder nicht gefegt. Ich vertrage die Ausdünstungen der Leimfarbe nicht. Sechster, Applaus. Mir ist alles zu eng. Siebter, Applaus. Achter, ich schwitze wie ein Schwein. Neunter, Applaus. Ich erkenne die hinterste Reihe. Zehnter, Applaus. Ich schiele nach rechts. Ich wische mir den Schweiß ab. Zwölfter, Applaus. Der Text kommt nicht. Ich bleibe mitten im Schwung stecken. Dreizehnter, Applaus. Vierzehnter, Applaus. 14 Mal. Applaus. 14 Mal. Ende. Martin Wuttke mit einem Text von Einar Schlef, und zuletzt wird zu hören sein die Stimme von Bernhard Minetti, und zwar der Text, der letzte, den er gesprochen hat. Ich bin daneben und mit mir muss rechnen, der auf das Wasser hinausfährt. Tausend Jahre hat man keinen gesehen, der in der Luft herumfliegen will. Da bist du eigentlich. Aber wir werden da sorgen, dass man auch weiterhin da nicht herumfliegt. Ich bin der Nebel. Kehr um. Jetzt bist du noch groß, weil du dich noch nicht auskennst mit mir. Jetzt siehst du noch etwas Wasser unter dir und weißt, wo rechts und wo links ist. Aber warte noch eine Nacht und einen Tag, wo du kein Wasser siehst und den Himmel nicht, auch dein Steuer nicht. Noch deinen Kompass. Werde älter, dann wirst du wissen, wer ich bin. Ich bin der Nebel. Die Stimme von Bernhard Minetti als der Nebel in Bert Brechts Ozeanflug. Es war die letzte Produktion hier am Berliner Ensemble, in der er mitgewirkt hat. Seine Stimme kam damals vom Band, er selbst war aber noch ganz präsent auf der Bühne. Und damit geht die Trauerfeier im Berliner Ensemble für Bernhard Minetti zu Ende. Es wird im Anschluss die Beerdigung auf dem Dordienstädtischen Friedhof stattfinden, auf dem Friedhof, auf dem Bert Brecht liegt, auf dem Heiner Müller liegt. Auf dem Friedhof, auf dem Bernhard Minetti beerdigt werden wollte. Diese Trauerfeier wird im Familienkreis stattfinden. Heute Abend noch um 22.20 Uhr auf B1, ein B1-Spezial zur Beerdigung von Bernhard Minetti. Wir verabschieden uns aus dem Berliner Ensemble.